Oh, sehr schön. Memorial Museum. Ich bin Andrew Ryan. Willkommen bei Ryan Amusements. Viel Vergnügen in unserem Park. Sehr schön. Ich glaube, das... Ach, das ist eine Gratisprobe. Free sample. Get more at the Hall of the Future. Okay. Das ist ja großartig. In Ordnung. Gratisprobe. Schnelligkeitsschub. Mein erstes Gentonikum. Tonika sind passive Fähigkeiten, die eine Reihe nützlicher Wirkungen haben. Im Gegensatz zu Plasmiden müssen Tonika nicht aktiviert werden. Sie entfalten ihre Wirkung, sobald sie zur Ausrüstung hinzugefügt werden. Sehr schön. In der heutigen gefahrvollen Zeit kann es nie schaden, schneller zu sein als andere. Denk daran, dass du es ja nicht unbedingt mit einem Splicer aufnehmen musst. Vielleicht reicht es auch schon, schneller als dein Nachbar zu sein. Das ist doch, glaube ich, genau der Wortlaut aus Bioshock 1. Wie cool. Ja, packen wir den mal da drauf. Habe ich den jetzt ausgerüstet? Ich denke schon. Und noch eine Vita-Chamber. Journey to the Surface. Wir können uns das im Ernst hier anhören. Andrew Ryan erwacht eines Nachts, während er auf seinem Hochseeschiff, der Olympian, im Atlantik kreuzt. Sein Schlaf wird von einem einzigen Gedanken unterbrochen. Hier ist es, ruft er seinen Matrosen zu, während er sich den Schlaf aus den Augen reibt. Maschinenstopp! Hier beginnen wir zu bauen. Ach, wie geil! Oh, gibt's da noch mehr von? Oh, ich würde mir die alle anhören. Ja, Tatsache! Die Olympian, umgebaut für schwere Bauarbeiten, kehrt mit neuer Ladung zurück. Eine hochmoderne versenkbare Plattform mit dem Spitznamen The Sinker bringt Vorräte und Arbeiter auf den Meeresgrund tief unten. Toll! Ich liebe sowas. In Freizeitparks gucke ich mir sowas auch immer alles an. Nachdem erstes Material auf den Meeresgrund gebracht wurde, wird die Plattform fest im Sedimentboden verankert. Massive Stahlträger werden Dutzende Meter weit in Fels und Schlamm versenkt. Unter der Plattform arbeiten Ingenieure daran, Hindernisse zu überwinden, wie etwa diamanthartes Felsgestein, störrische Meeresbewohner und unvorhergesehene Hohlräume. In Ordnung. So, da geht's durch. Auf der anderen Seite gibt's sowas auch. Ja, sehr schön. Ach, wie cool. Hier konnte ich nichts klicken. Oh, Staff only. Schade, ich bin anscheinend, gehöre nicht zum Staff. 50er Kugeln, ja, großartig. Neue Munition, kann ich eigentlich... Ja, ich kann auch mit dem Mausrad durchscrollen. Schau an, das geht dann nämlich viel schneller und einfacher. Oh, ich würde behaupten, ich muss doch wieder außenrum gehen, na dann. Wie schön hier, solche Schaukästen. Das ist doch großartig. So, mal direkt schauen, was wir hier noch haben. Oh, Freiwillige. Ich liebe die Kinder in Miss Englerts Klasse, aber Mann, oh Mann. Ich hatte ja keine Ahnung, auf was ich mich einlasse, als ich die Aufsicht bei der Klassen-Silvester-Pyjama-Party im Ryan's Amusements Park übernommen habe. Donny? Donny! Steig sofort von dem Ausstellungsstück runter und spuck diesen Kaugummi aus. Du wirst noch ersticken. Die Eltern haben sich ja einen freien Abend an Silvester wirklich verdient. Aber ich bin mit meinen Nerven am Ende. Donny, ich hab gesagt... Tja. Müssten eigentlich... nicht eigentlich fast nur Jungs in den Klassen gewesen sein? Das ist das beste Gin. Nee. Dollars. Dollars nehme ich. Okay. Ich glaube fast, es macht mir... Oh, das Ding ist kaputt. Och, wie schade. Das kann ich mir nicht mehr anhören. Och, Mann. Na gut, aber die hier. Als die Plattform verankert ist, schreiten die Arbeiten mit erstaunlicher Geschwindigkeit voran. Auf Raptures Fundament schuften Arbeiter rund um die Uhr, um die Metropole zu erschaffen, die sie heute sehen. Gut. Gift Shop. Hier können wir Geschenke kaufen. Vorsichtig.
Das hast du jetzt davon, wenn du hier einfach so unachtsam um die Ecke gehst. Schwupp, die Tür ist wieder zu. Bot shut down. Okay, es gibt hier also irgendwo eine Sicherheitskamera. Da. Im Ernst? War die jetzt da direkt oben? Das müsste man doch hören. Nee, das ist keine Sicherheitskamera. Das ist irgendwas anderes. Es leuchtet einfach nur rot. Was kann ich gebrauchen? Kaffee auch. Das steigert mein Eve. 50er Kugeln. Ja gut, dann gehen wir mal nach unten. Da geht es sicherlich weiter für uns. Giftshop. Schauen wir mal. Erstmal auf die Karte. Vom Giftshop aus... Moment, hergekommen bin ich von da, ne? Da, wo der El Amo Bandito war. Der Giftshop müsste da sein? Hall of the Future? Oder hier? Wo befinde ich mich denn jetzt genau? Moment. Also gut, da ist die Treppe. Wir gucken jetzt auf die Treppe. Alles klar. Und der Giftshop ist hier. Ach so, das ist ja nicht so riesengroß, ne? Dann würde ich sagen, wir gehen zuerst in den Geschenkeladen. Ja. Machen wir zuerst das. Mal rüber. Was sind das hier eigentlich? Ein Schuh. Oh. Oh, und Geld. Habe ich hier auch sowas übersehen? Oh, da liegt noch was. Ah, Zigaretten. Nee, Zigaretten nehme ich auch nicht mit. Typen wie du sind hier nicht willkommen. Tschüss. Komm zurück! Wolltest du mich jetzt im Ernst mit deiner Taschenlampe schlagen? Sonst geht's euch gut, ja? Noch mehr Schuhputzsachen. Gönnen Sie sich noch heute Werbung für Sonnenstrahlkaugummi. Werbung für Sonnenstrahlkaugummis. Aha, naja dann. Da ist keiner mehr. Ich bumse hier als Big Daddy durch die Gegend. Trinken. Nein, kein Alkohol. Lieber nicht, das ist wieder nur schlecht für meinen Eve. Hab ich den eigentlich hier geschröpft? Ja, hab ich. Jo, hab ich. Dann geht's zurück. Ein Teddybär. Oh, die Little Sisters hatten auch immer Teddybärchen. Ein großer Teddybär. Oh, dieses Kleid war mal schön. Ganz im Ernst sieht das so aus, als hätten sich diese Füße... Da guck mal, der ist vorne gespalten irgendwie... in Schweinefüße, also so in Schweinehuf verwandelt und hinten, dass sich das Knie nach hinten verlagert oder dass da ein Daumen angebaut wurde. Ah, gut, Cola brauche ich nicht. Geht mir soweit ganz gut. Puppe. Oh, die Haie sind cool. Mit beweglichen Schwanzflossen. Das ist ja cool. Wütisch. 25 Cent. Munition. Ein paar Dollars. Da, Werbung für Nini Lions Babypuppen. Ob Eleanor wohl eine hatte? Anfangs war der Geschenkeladen hier eine einzige Pleite. Ich konnte den Turi-Nippes kaum teurer losschlagen, als er in der Herstellung gekostet hat. Dann habe ich diesen Sinclair kennengelernt. Und der hat mir ein gutes Geschäft angeboten. Anscheinend kennt er ein paar arme Schweine in Popers Drop unten, die diesen Krempel zu einem Bruchteil der Kosten herstellen können. Naja, hier und da steckt er meine Nadel in der Lieferung, aber ansonsten hat keiner was gemerkt. Und bei mir rollt der Rubel. Na, das ist doch gut für ihn. Die treffen auch gut, ne? Wie Sünder?
Ich bin kein Sünder. Sie hat mich ja auch nicht als Sünder vorgestellt bei den Sicherheitsleuten. Ich bin der Feind. Ja, ich bin kein Sünder. Die einzige Sünde, die ich begangen habe, ist, dass ich mein Mädchen zu sehr beschützen möchte, vielleicht. Karte von Ryan Amusements. Was soll denn das hier sein? Das ist der Standpunkt, ja? Sie sind hier? Okay. Hallo? Hallo? Oh, ist das schlecht? Nein, ich kann sie doch nicht erkennen. Oh wei, mir geht's schlecht. Ganz schön schlecht. Oh, Gott sei Dank hatte ich noch genug Verbandskästen. Aha. Toll. An dem Pep-Riegel, den hätte ich ja früher haben können, ne? Da ist zu. Wieso ist das Damenklo bitte gesperrt? Das ist ja seltsam. Mhm, die hatte auch nur Geld dabei und nichts zu essen. Uhren, Uhren. Und Telefone. Oh gut, dann... Wo weint da einer? Hallo? Was ist das? Komm, mach mal auf. Geht das auf? Geht nicht auf. Das ist einfach nur eine Fallniete. Was haben denn die Roten hier zu bedeuten? Ich habe ja leider kein Inventar oder sowas. So, hier kann ich... Oh, was ist das Rote? Ha, schwere Niete! Was macht... Ich habe nur zwei Stück davon. Die sind bestimmt gut gegen andere Big Daddies oder die Big Sisters. Okay, ich will aber lieber mal die normalen Nieten ausrüsten. Hier gibt es nichts, keine Alternativen. Aber zu den 50er-Kugeln gibt es eine Alternative. Und zwar die Antipersonen-Munition. Ja, großartig. Ja, da ich hier auch nur noch eine im Lauf habe, werde ich einfach mal auf die Antipersonen-Munition wechseln. Ach, wie cool. Ja, schön. Ich hatte ja gerade dem Dialog gelauscht. Deswegen habe ich beim Hacken des Tresors nicht ganz mitbekommen, was denn dann da eigentlich noch extra drin war. So, das Ding sollte jetzt zu öffnen sein. Sehr schön. Oh, oh Gott. Diese Verherrlichung immer, ne? Boah, ich krieg die Krise bei sowas. Hallo? Auch keiner da. So, den brauche ich. Verbandskästen. Schwere Nieten. Ich kenne die Oberfläche, Eleanor. Ich habe mein halbes Leben dort verbracht, im Dienst des Allgemeinwohls. Aber dann musste ich hören, wie fette alte Männer meine eigenen Worte ins Gegenteil verdrehten. Wie Monster kauerten sie über der Asche von Hiroshima. Wäre die moderne Welt mein Patient? Meine Diagnose lautete Selbstmordgefahr. In einem einzigen Punkt hat Andrew Ryan vielleicht recht. Rapture ist die Erlösung. Es sollte halt die Erlösung sein. Was du jetzt hier daraus machst, das ist auch alles andere als Erlösung. Schade, ist nichts drin hier. Fette alte Männer. Das war ja schon irgendwie nett gesagt. So, ich glaube, wir sind hier komplett durch. Ja, die Geschenkeboutique haben wir hier zur Gänze erforscht. Deswegen können wir einfach zurückgehen. Jeder von uns hat die moralische Pflicht, die allgemeine Freude zu vermehren und das allgemeine Leid zu lindern. Allein sind wir nichts. Bloße Werkzeuge des Eigennutzes. Gemeinsam sind wir die Familie. Und durch unsere Einheit transzendieren wir das Selbst. Was für ein Käse, ehrlich. Das ist unglaublich. Ja? Ich wusste doch, hier ist gleich wieder was. Wollen wir mal wechseln auf das hier? Ich habe davon nur 11, ne? Das ist blöd. Das ist blöd. Hi! Danke, ich wollte nur deine Nieten haben. Außerdem muss ich mal nachher unten. Hier bin ich nämlich noch gar nicht gewesen. So, jetzt schauen wir erstmal, was wir hier so haben.
Fallnieten und El Amo Bandito. Mhm, da kam was gratis raus. Boah, Bora-Treibstoff. So, in Ordnung. Aber wartet. Ich habe den jetzt zwar gehackt, aber ich gucke erstmal hier. Meistens ist es nämlich da viel teurer als hier. Ja, ich sollte den aber auch hacken. Was ich nicht gesehen habe, ist es, ob ich beliebig viel oder unlimited Zeit habe, um die Dinger hier zu hacken. Das weiß ich gar nicht. Den brauche ich nicht. Bräuchte mal Eve-Spritzen. Nietenmunition brauche ich nicht. Ja, also 50er-Kugeln, die wären schon nicht schlecht. Kosten 37 für 40. Und Hackpfeile, ich kauf mal einen. Ich bin ja doch relativ wohlhabend momentan. Auch 37. Ach, dann ist ja in Ordnung. Da kaufen wir doch einfach ein bisschen was von. Voll. Den Rest lasse ich mal. Inwieweit ich hier... Ist bestimmt nur eine, ne? Die ich nicht aufnehmen kann. Egal. Oh, ein Bot shut down. Wo ist die Kamera? Wo ist dann die Kamera? Oh, der hatte dort tatsächlich noch Geld. Und hier liegt auch noch Geld. Wo ist denn dann wohl die Kamera? Sehr schön. Einmal kostenlos. Dankeschön. Da brauche ich mich nämlich doch nicht heilen, wenn nämlich nach dem Hacken das Kostenlose einfach rausfällt. Ist doch großartig. Kartoffelchips. Ups. Erstmal hier volle Kanne gegen die Scheibe rennen. Okay. Was? Nein! Wie, ich kann hier nicht durch? Och, Mann! So ein Ärger. Na gut. Dann gucken wir mal. Ich glaube, da oben lag irgendwo noch was obendrauf. Was ich dann eventuell von hier aus bekomme. Mhm. Ach, ein Verbandskasten. Na, super. Ich hätte es mir natürlich auch mit Telekinese holen können, aber alles, was ich auch so erreiche, sollte ich mir lieber so holen. Ja, wie... Ich habe doch noch nicht das richtige Plasmid. Nee. Ich bin hier noch nicht fertig. Eldorado Lounge, da haben wir wieder was. Oh, eine Zeichnung bestimmt von Eleanor. Bis du kommst, Vater, sitze ich hier fest. Ich kann dir leider nicht anders helfen, als diese kleinen Geschenke hier herauszuschmuggeln. Oh, aber das ist doch schon... Das ist doch schon mehr, als man erwarten kann. Ach, wie toll. Hallo? Das habe ich aber jetzt ordentlich verpeilt. War da noch einer? Uiuiui, was war denn das für ein Geräusch jetzt? Oben oder unten? Oben oder unten? Die kriegen mittlerweile ganz ordentlich Schaden hier, ne? Durch den Electrobolt. Das war schon ganz ansprechend hier. Na, rennt hier noch einer rum? Ich glaube nicht. So, also, was hatten wir denn hier? Wir haben hier wieder Schuhe. Irgendwie ein Nachtlager gewesen, hä? Nein, das sind Leichen! Oh Gott! Das sind Leichen! Oh. Der Aufstieg ist nahe. Oh nein, bitte nicht. Einheit und Metamorphose. Ich würde es ja gerne mal anlesen. Na, damit man wenigstens ein bisschen besser Bescheid... Oh Gott, oh Gott.
Gott, oh Gott. Was ist passiert? Was ist jetzt hier? Oh Gott. Irgendwie bin ich hier hintergeraten. Wie auch immer. Keine Ahnung, wie. Ach, ich zoome. Ich habe gezoomt. Ich weiß nicht wie, aber ich habe gezoomt. So. Hier war aber doch noch was. Schauen wir mal an die andere Seite noch. Das sind ja eigentlich hier ganz nette Bänke, aber was bitte sollte man denn von hier aus sehen können? Ich sehe jetzt zwar nur Rauch, aber sollte man da tatsächlich vielleicht von hier oben aus schon das Meer sehen können? Bisschen seltsam. Gut. Sie saß hier fest. Och, was für lieb. Liebesbild. Hope this helps. Wie schön. Ja, das nehmen wir gleich. Bohrerkraft. Ich glaube, man möchte, dass der Bohrer doch mein Freund wird. In der ethischen Psychiatrie... Hier spricht Eleanor Lamp. Mom sagt, ich darf nicht mit den anderen Kindern spielen, weil die nach dem Motto Hund frisst Hund erzogen werden. Ich wollte mir diese Hundefresser einmal ansehen. Drum habe ich gewartet, bis Mom weg war und bin dann raus, um welche zu suchen. Und was war? Die Hundefresser haben eine Haut wie ganz normale Menschen. Sie sehen genauso aus wie wir. Gott, die Hundefresser. Süß. Neues Tonikum, Bohrerkraft. Ziehst du den Kampf aus nächster Nähe vor? Nein. Mit Bohrerkraft bewirken deine Bohrerangriffe noch mehr Schaden. Das ist toll. Gut, ich konnte jetzt aber auf diesem Wege sehen, dass ich das andere Tonikum tatsächlich auch ausgerüstet habe. Kommt ihr jetzt wieder von hinten, oder was? Wer hat denn da jetzt hier rumgebrüllt? Ah, es kann auch von unten sein. Da unten ist ja auch noch... Ah, vielleicht so von da hinten aus. Das sieht leer aus. Eve. Oh ja, Eve. Eve ist gut. Kann ich immer gut gebrauchen. Da haben wir nix. Da auch nicht.